Jo, hallo, das ist jetzt der, ich weiß nicht, 91. Take, den ich jetzt hier versuche. Danke für die Nominierung, lieber Enne, zur Advents-Corona-Lockdown-Challenge. Du hast zur Aufgabe gestellt, eine Aufnahme vom Gedicht Ansprache an Millionäre von Erich Kästner rauszuhauen. Jawohl, da bin ich schon bei. Super Text. Damals wie heute, mega aktuell. Heute würde der Herr Kästner wahrscheinlich die Überschrift haben, Ansprache an Milliardäre. Aber gut, das wissen wir nicht. Jo, und da das halt eben eine Challenge ist, muss ich jetzt jemanden nominieren. Es wäre Carsten Stumpe, Guido Suchsland, Norbert Krüloff und Jan Böhmermann. Ja, genau. So, und dann jetzt zur Advents-Corona-Lockdown-Challenge, die 351.000. Aufnahme jetzt hier, die ich ja schon versuche, das Gedicht einmal in allen 11 Strophen sauber runterzukriegen. Ansprache an Millionäre von Erich Kästner. Warum wollt ihr so lange warten, bis ihr euren geschminkten Frauen und euch und den Marmorpuppen im Garten eins über den Schädel hauen? Warum wollt ihr euch denn nicht bessern? Bald werden sie über die Freitreppen drängen und euch erstechen mit Küchenmessern und an die Fenster hängen. Sie werden euch in die Flüsse jagen. Sinnlos werden dann Schrei und Gebet sein. Sie werden euch die Köpfe abschlagen und dann wird es zu spät sein. Dann wird der Strahl der Springbrunnen sich röten. Dann stellt man euch vor die Gartenmauern. Sie werden kommen und schweigen und töten. Und niemand wird über euch trauern. Wie lange wollt ihr euch selbst noch bereichern? Wie lange wollt ihr aus Gold und Papieren, Rollen und Bündel und Barren speichern? Ihr werdet alles verlieren. Ihr seid die Herren über Maschinen und Länder. Ihr habt das Geld und die Macht genommen. Warum wollt ihr die Welt nicht verändern, bevor sie kommen? Ihr sollt doch nicht aus Güte handeln. Ihr seid nicht gut. Und auch sie sind's nicht. Nicht euch, sondern die Welt zu verwandeln, ist eure Pflicht. Der Mensch ist schlecht. Er bleibt es künftig. Ihr sollt euch auch keine Flügel anheften. Ihr braucht doch nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur ihnen, nein. Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur ihnen. Man kann sich auch, wenn man gibt, beschenken, die Welt verbessern und dran verdienen. Es lohnt sich, drüber nachzudenken. Macht Steppen fruchtbar, befiehlt, legt Gleise, organisiert den Umbau der Welt. Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise mit sehr viel Geld. Ihr seid nicht klug. Ihr wollt noch warten. Uns tut's leid, ihr werdet es bereuen. Schickt aus dem Himmel ein paar Ansichtskarten. Wir werden uns darüber freuen.